Hallo liebe OV-Freunde, ich bin Giorgio Zimurdas, Redakteur der Oldenburgischen Volkszeitung. Ich berichte heute aus Münster von der großen Bauerndemonstration. Die Landwirte sind aus ganz Deutschland gekommen. 5000 Menschen haben sich versammelt, 200 davon aus dem Oldenburger Münsterland. Ihre Empörung richtet sich gegen eine erneute Verschärfung, die angedacht ist, zur Düngeverordnung. Existenzen stehen auf dem Spiel, heißt es hier. Neben mir steht jetzt Markus Torbecke aus Barkum. Und Herr Torbecke, sagen Sie uns mal, was Sie hier zum Ausdruck bringen wollen. Dass das, was jetzt weiterhin aufgesattelt wird, letztendlich nicht mehr durchführbar ist. Wir arbeiten komplett auf Entzug. Wir räubern die Böden im wahrsten Sinne des Wortes aus. Das, was unsere Vorväter geschaffen haben, wird durch diese Verordnung, wenn wir weniger düngen dürfen, zunichte gemacht. Heideböden, die in den früher fruchtbar gemacht wurden durch organische Düngungsmaßnahmen, wird der Humus entzogen. Es kommt wieder zu Sandverwirrung, Erosionen werden mehr. Herr Torbecke, was bedeutet das denn für den Landkreis Vechta, wenn es so kommt, wie die Politik es jetzt aufgebaut hat? Also zum einen, wenn es so kommt wie jetzt, werden noch mehr Nährstoffe in andere Regionen gebracht werden müssen. Wir werden diese Defizite teilweise im Rahmen, was möglich ist, durch Mineraldünger, durch zugekauften Mineraldünger ausgleichen müssen. Das heißt, die Kosten der Betriebe werden weiter steigen. Und das heißt, Existenzen stehen auf dem Spiel. Genau. Ja, liebe OV-Freunde, soweit die Lage. Mehr steht morgen in der gedruckten Ausgabe der OV. Bis dahin.